Ja, das ist ja Super Mario. Herzlich willkommen zurück. So, ich habe es schon, glaube ich, schon angekündigt irgendwann mal. Nachdem der Wii Hack abgearbeitet wurde, gibt es jetzt mal einen, ja, also nicht den, weil es gibt bestimmt mehrere, aber einen Hack für New Super Mario Bros. Für den DS nicht, schauen wir uns jetzt einfach an. Gemacht 2010 von SKJ Min. New Super Mario Bros. 3, was auch immer das heißt. Wir schauen einfach mal rein. Und ab geht der Spaß. Ich habe noch nicht reingeschaut, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das Intro sieht sehr nach dem gleichen aus. Ich weiß gar nicht, ob man das per Hack dahin ändern kann. Also Levels, okay, vielleicht, aber Intro, weiß ich nicht. Vielleicht, keine Ahnung. Nee, sieht sehr gleich aus. Die Geräuschkulisse ist immer wieder Wahnsinn. Immer wieder witzig. Okay, die Overworld sieht auch sehr gleich aus. Da wird die Veränderung wahrscheinlich in den Leveln liegen. Hoffe ich mal nicht, dass ich das gleiche nochmal. Wir schauen mal. Ja, das sieht schon mal direkt anders aus. Das ist mein Bild. Zumal das da, das unten. Die Pflanze ist weg. Diese Teile sind zum Beispiel, glaube ich, auch neu. Diese. Oh, danke schön. Die hier, ne? Also die sehen ziemlich neu aus. Und die 1, 2, 3 unten, das sind so Kleinigkeiten bisher, aber okay. Genau, jetzt mal ein bisschen Kai so. Genau. Bitte kein Todeszähler in dem Spiel. Das wäre. Ich glaube, das wird zu deprimieren. Ich soll gleich mal testen, ob ich Luigi nehmen kann, weil Luigi ist ja eigentlich mein, ja, mein, oh, der Spätzel, muss man sagen, oh, der Spätzel. Luigi, oh, der ist sauer, zierlich, das war unglaublich wack. Komm mal bitte, danke. Das war schön, okay, noch einer. Ich glaube, also wenn ich, dann nehme ich Luigi, wenn, dann nehme ich Luigi und, oh, jawohl, 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 nein, nein. Wack. Oder um mir noch sicher eine Sternmünze gewinnt. Ich werde natürlich auch wieder alles, ich will alles haben. Und ich werde mir auch alles holen. Und wenn ich mit Luigi lang spiele, ist mir egal. Warte mal, komm, das machen wir mal. Beenden. Ja. Alter, wie war das? L, R und A, war das so? Luigi. Ja, Luigi. Wunderschön. Nein, ich kenne das Intro. Ich kenne. Okay. Immerhin geht das Intro auch mit Luigi. Schön. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Also wenn ich Luigi will, dass auch das Intro sich dementsprechend anpasst. Das war aber auch schon im Originalspiel so. Das hat mit dem Hack jetzt nichts zu tun. Bin ich mir ziemlich sicher zumindest. Ja, ist ja okay. Little Luigi, what the fuck. Okay, ich kann auch erstmal wieder Speedrun versuchen. Wie auch im normalen DSLP. Speedrun von wegen erstmal alles rasieren und dann den ganzen Rest machen. Weil in dem Fall bräuchte ich dann gar nicht die Sternmünzen. Das Level, ich würde sie trotzdem holen. Einfach aus Prinzip, okay. Okay, okay. Ja, okay. So, ich hoffe, ich brauche das jetzt nicht noch gleich, weil sonst bin ich traurig. Ich. Like, seriously, ernsthaft. Das ist doch scheiße. Ich kann ja nicht mit sowas anfangen. Das war das Dämlichste, was ich je gemacht habe. Wow. Okay, wir schauen mal weiter. Hier ist nichts. Hier ist gleich das Ende und ich habe genau 0 Sternmünzen. Wow. Das ist auch nicht mein Ernst, ne? Okay. Das war ein Wichser-Versteck, aber von mir aus. 3. Weißt du, dass ich mir wenigstens irgendwas hole hier? Das wäre schon mal schön. Wie soll ich denn da hochkommen? Ja, wunderschön. War das schon Hex? Hacking. Okay, scheint mal scheint der Hack ein bisschen schwerer zu werden. Ich will nicht sagen, ich habe was dagegen, aber naja, nö, nö. Schauen wir mal. Das wollte ich nicht, aber danke. Ich komme auch nochmal zurück. Ich will gerne wissen, was.
Die Pflanze kommt jetzt ja nicht raus. Die kommt jetzt. Ah, hier konnte ich auch noch rein. Man muss hier echt jede Röhre checken, Hilfe. Das war geplant übrigens. Also war es wirklich, like, seriously. Was bitte? Was ist das denn bitte? Oder. Ah, okay. Jetzt, das wird also so ein Hack. Oh, Hilfe. Da muss ich ja fast gut sein. Scheiße. Fuck it. Okay, und Nummer 2. Dann habe ich auch eine Idee, wo Nummer 2 ist. Ich meine, wenn man schon so ein Hack spielt, dann. Ist es wahrscheinlich echt da oben und man musste einfach einen echten langen Weg gehen. Machen wir gleich. Erstmal. Aber ins Ziel. Luigi. Es wird eine Herausforderung. So viel kann man sagen. Es wird eine Herausforderung. Ich bin, ja, sehr gespannt. Wenn ich nicht alles holen kann, wenn es wirklich so sein sollte, was, ich meine, es kann passieren, dann ist es so, dann kann ich da nichts ändern. Würde mich sehr wundern, wenn es hiervon schon ein Let's Play gäbe und ich irgendwie alles nachgucken könnte. Das ist jetzt like good old gaming. No Internet, no hints, no shit, man. No shit. Okay, hallo? Eine Arschbombe macht, möchte ich die auch gerne ausgeführt haben im Spiel. Dankeschön. Okay. 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 Und jetzt scheinbar muss ich damit Anlauf lang. Jawohl! Alter, das war eine schöne Sternmünze. Mit schön meine ich mein Herz. Ich werde dieses Projekt nicht überleben, Alter. Yeah, for me, Luigi. Schön, wie unten rechts im Kreis auch steht, nichts. Das ist auch so eine Kleinigkeit. Im Original war es da, glaube ich, war auf jeden Fall nicht nichts gestanden. Irgendwas anderes war da. So, Geheimausgang können wir ja direkt mal suchen. Denn den sollte es hier theoretisch geben. Ja, genau. Ich dachte, da kann ich rein in die Röhre. Ja, fick, von wegen. Ja, von wegen, oh ja. Okay, hier kommen wir nicht rein. Ich habe das Gefühl, ich muss hier runter, aber ich... Wow, like, seriously, ernsthaft? Na, egal, wäre ich halt gefühlt. Komm. Was? Muss ich gucken, ob irgendwas nicht glänzt? Nee, sieht gerade nicht. Ne, weil wenn was nicht geglänzt hätte... Dann wäre da irgendwas. Also dann wäre ich da durchgekommen. Das hätte man durchaus abchecken können. Aber wenn nichts ist, da ist nichts. Und hallo. Meine Schöne. Mann, ich will nicht mehr so stark wie beim normalen DSLP, aber ich will immer noch durch Schütteln des Controllers. ne, und so. Das ist. Ich. I can't even. Okay, was sein könnte, warte mal. Da unten. Das ist aber nicht euer Ernst jetzt, ne? Es ist nicht. Und ich muss Mini sein. Och, komm schon. Also, wer checkt denn alles nach hier? Okay. Kann ich. Na, ich dachte, da könnte was drin sein, aber. Ich meine, wissen wir jetzt, was Sache ist? Hallo, Stern. Ich brauche sowas und gar nicht gerade. So, die Herausforderung wartet und ich habe mal wieder genau null. Fuck. Yeah, for me, Luigi. Ey, wo hätte ich denn bitte den hernehmen sollen? Den Mini-Pilz, wo. Ich glaube, ich muss den erstmal freischalten. Pass auf, ich geh da wieder rein, wenn ich einen Mini-Pilz habe. Das ist. Es verwirrt mich alles. Nick, was hast du mir da rausgesucht? Was soll das? Oh, was könnte hier nur gemeint? Das verstehe ich nicht. Und was ist da oben? Oh. Okay, cool. Das meinte ich aber gar nicht. Na komm, ist egal. Ich glaube, ich habe den ein bisschen falsch platziert. Aber ey, komm. Nix. Wie soll ich denn
Soll ich... Sind hier versteckte Blöcke? Also versteckte Blöcke sind mies, Junge. Das ist... Okay, wir lassen auch das mal ruhen. Schön zu wissen, dass es einfach viel schwerer wird als alles, was ich je gespielt habe bisher. Ich bin auch voll der Kaizo-Freak und so. Ich mache alles gut, Junge. Oh ja, genau. Den habe ich gar nicht geachtet, so. Oh, das war nichts. Immerhin sind die Bodenteils neu. Das ist doch auch schön. Yeah. Bodenteils. So, da oben muss ich doch. Da ist doch. Ich glaube dir gar nichts mehr spielen. Ja, sowas nämlich. Wenn die markiert sind, so wie hier, gar kein Problem. Alles geil. Gehe ich voll konform mit. Das war gar nicht schlecht. Okay, die Wolken sind nicht solide. Mini-Pilz-Blume, schon wieder. Ich nur einen Blumen hassen, komme ich hier durch? Nein. Es wäre auch blöd, wenn die Wolken jetzt naja, das wäre doof. Hallo, Nummer. Ernsthaft. Wirklich, Nummer. Ey, das ist grauenhaft. Ich verpasse alles in diesem Spiel. Ich verpasse alles. Ich meine, hier ist ja nicht mal was, wo ich was verpassen könnte. Hier ist einfach nichts. Wo soll ich hier irgendwas verpassen? Alter. Kann ich hier... Ist hier vielleicht... Ich... Scheinbar nicht. Irgendwas muss mit diesem Konstruktor auf sich haben. Jetzt hören wir nicht. Okay. Ja, genau. Na klar. Wer weiß denn sowas? Okay, man kann es wissen, wenn man weiß, dass hier oben was ist, dann kommt es schon. Nein. Egal, ich kann nochmal hoch. Also, Wall Jump. Es ist... Ganz ruhig. Alles wird gut. Alles wird gut. Letzter Versuch, in die Röhre zu kommen, weil scheinbar geht es da drüben nicht weiter. Also... Warum nicht? So, es geht weiter hoch. Das Spiel sagt weiter hoch. Also weiter hoch. Und ich will nicht sagen, es war zu einfach, aber... Junge, es geht nicht. Das ist Nummer 1. Okay. Das habe ich schon vermutet, weil wo sollte es Nummer 2 denn sonst... wo sollte Nummer 1 denn sonst sein? So. Okay, jetzt... Der nächste. Und ich glaube, dazu muss ich hier irgendwo. Zum Beispiel hier. Das ist überverdächtig. Ja, scheinbar nicht. Aber sag mir nicht, ich muss hier irgendwo wieder so einen blöden Weg nach unten nehmen. Das wär scheiße. Hier irgendwo? Nein. Dass ich irgendwo da oben rein muss, wissen wir ja schon. Hier war Nummer 3. Alter. Das Schöne ist, das kann man auch als Zuschauer mitraten oder auch einfach nicht mit. Das ist jedem, aber trotzdem. Das ist jedem selbst überlassen. Ja. Jetzt mal nicht, mach doch schon. Ich kann ja immer noch gleich ein Ziel. Was denn? Nö. Gar nichts. Was? Okay. Schaue ich mir irgendwann in der Zukunft mal an. So. Und da bin ich Ziel. Da. Luigi. Okay. Ich habe noch gar nicht ausgenutzt, dass ich Safe States habe oder ähnliches. Das wird wahrscheinlich noch kommen. Dieser blöde Block, ne? Der verarscht mich immer. Blöder Block-Wichser. So ein bisschen hier bleiben. Ja, genau, erst Schloss Lava, warum auch nicht? Wäre sonst auch ein bisschen langweilig, ich verstehe das schon. Das war so unglaublich dämlich. Wahnsinn. Ich kriege gerade nur Feuerblumen von dem Spiel. Ist das nicht ein bisschen assoziiert? Ja, genau! Wer durchrushen will durch ein Spiel, was er nicht kennt, ist selber schuld, glaube ich. Luigi? Doing the job, man, you're doing. Ich gehe jetzt nicht den ganzen Weg. Wahrscheinlich zeigen mir die roten Münzen irgendein Geheimnis an oder so. Das kann ich mir vorstellen. Okay, kein Problem. Ich habe doch schon wieder 580 Sachen verpasst. Das ist doch nicht wahr. Ja, so.
nicht nach links oder so. Das wird, also wahrscheinlich wird irgendwann mal direkt links im Level die erste Sternmünze sein. Und ich werde es einfach nicht checken. Ich schließe Wetten drauf ab. So, also bis hier kann ja überhaupt nichts sein. Alter. Eventuell, aber da hoch komme ich ja auch nicht. Keine Chance. Ich kann in diesem Spiel nicht fliegen oder ähnliches. Dieses Ding verwirrt mich halt. Warum sollte das da sein? So, und ich will nur wissen, ob hier irgendwas... Was? Unsichtbare Röhren, wirklich? Mann, das ist doch nicht euer Ernst. Wie komm? Immerhin hatte ich mit meiner Vermutung recht. Das und so, ne, das ist... Schön, aber das wollte ich gar nicht. Stimmt, im Original stand hier übrigens No Item, jetzt fällt mir wieder ein. Aber, oh, komm, ernsthaft. What the fuck, Junge. Das gibt wahrscheinlich... Aber wahrscheinlich wäre es eine Ranke nach unten gewesen und ja, okay, okay. Unsichtbare Röhren, fuck it, komm. Wer baut denn sowas Masochistisches ein? Also so sehr gefickt werden will doch nicht mal ich. Hier wäre auch irgendwas, 100 pro. Ich habe hier irgendwas verpasst. Ja, komm, klar, klar. Wie das mich an, Junge. Da war nichts, was ich hätte verpassen können. Ich sag mal so, für jemanden, der das Speedrun möchte und ihm die Sternmünzen scheißegal sind, der kommt ja super schnell durch, weil die Level sehr, sehr kurz sind. Aber die Verstecke so unglaublich vielfältig, leider. Wo soll denn hier übrigens ein Geheimausgang sein? Nur mal ganz am Rande, ne? Ich fühle mich wie bei meinem ersten Mal Mario. Also, das erste Mal Mario, New Super Mario Bros. Ich fühle mich wieder genauso jungfräulich und dämlich. Alter, dein Leben spielt, du kannst mich mal ganz dezent im Arsch lecken. Da bring ich mich auch um für. Nicht ganz.